Elton moderiert nicht mehr Schlag den Star und das ab sofort. Seit 2016 steht er für das beliebte TV-Format vor der Kamera. Doch nun ersetzt ihn Matthias Obdenhövel. Während sich der Moderator auf seine neue Stelle freut, ist sein TV-Kollege mächtig sauer. Der 53-Jährige äußert sich bereits zu seinem Show aus und macht dabei deutlich, dass sein Schlag den Star-Ende nicht freiwillig ist. Um eins klarzustellen, ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab. Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren bei ProSieben gegönnt. Ohne Worte. Laut Elton ist ProSieben nicht damit einverstanden, dass er für einen anderen Sender arbeitet. Die TV-Legende behält recht. In einem Statement erklärt der Sendersprecher Hannes Hiller: Ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball. Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert, stellt sich doch zwangsläufig eine Frage. Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel? Na, ob die Nummer schon durch ist?